In den vergangenen Jahren wurden rund 100 Grundwehrdiener in ihrer sechsmonatigen Wehrzeit als Systemerhalter am Truppenübungsplatz Seetaler Alpe für die verschiedensten Bereiche eingesetzt. Seit 1. Dezember läuft der Betrieb jedoch ohne das Zutun dieser. Somit rückt das konkrete Ziel des Übungsplatzes, nämlich die Unterstützung der Kampfverbände beim Herstellen ihrer Einsatzbereitschaft für Einsätze auf der ganzen Welt, wieder in den vollsten Mittelpunkt. Also das Pilotprojekt 2 wurde durch den Herrn Bundesminister und durch den Generalstabschef ins Leben gerufen. Die Hauptaufgaben der Systemerhalter waren Hilfsdienste im Bereich der Absperrung, im Bereich der Küche, im Bereich der Betreuung. Und diese Systemerhalter, diese 100 pro Jahr, werden jetzt insofern kompensiert durch einen Mix an Maßnahmen. Das heißt, durch eine Installierung von einer technischen Anlage zur Absperrung, durch Aufnahme von neuen Arbeitskräften, 5 an der Zahl, aus der Region und durch dementsprechende innerbetriebliche Optimierungsmaßnahmen und durch modernes Gerät. Durch diese Investitionen bzw. Erweiterungen können im Vergleich zum alten Betrieb mit den Grundwehrdienern in Summe rund 130.000 Euro im Jahr eingespart werden. Das dem Konzept von Minister Norbert Darabosch, der sich für eine Umstellung auf das Berufsheer ausspricht, entgegenkommt. Das heißt, wir brauchen diese Grundwehrdiener nicht. Wir brauchen in meinem System Berufssoldaten, Zeitsoldaten und eine Profimiliz, und die kommen dann den Aufgaben im Katastrophenschutz und im Auslandseinsatz zu 100% nach und ermöglichen damit, dass nicht 11.000 junge Männer pro 6-Monate-Turnus einen Dienst machen, der nicht notwendig ist. Für die Umsetzung dieses Pilotprojekts wurden zudem neue Informations- bzw. Schießtafeln im Gelände errichtet, die die Wanderer, Spaziergänger und Sportler auf die Schießzeiten aufmerksam machen sollen. Auch eine Warnlampe gibt darüber Auskunft, denn diese Aufgabe hatten zuvor die Grundwehrdiener inne und diese gibt es seit 1. Dezember nicht mehr.